Hey, hey, Freunde, willkommen zurück bei GTA San Andreas. So, wir holen uns den nächsten Auftrag. Kriegen wir hier überhaupt noch einen? Lass mal auf der Karte das scheiß Teil hier entfernen. Jawohl, sieht gut aus. Wir dürfen wieder ins Casino reingehen. So, das wäre mal. Elvis! Elvis! Ja, verreckt, da läuft Elvis rum. Hier laufen lauter Elvis rum. Hi! Nochmal ein Elvis. Oder er sieht zumindest mal so aus. Krass. Cool, ich habe Elvis gesehen. Ha, nicht schlecht. So, jetzt müssen wir erstmal den Eingang finden. Halt, achso, wir müssen da vorne den Vordereingang nehmen, stimmt. Genau. Wird mal Zeit, dass wir die Waffe hier benutzen dürfen. Boah, scheiße, Alter. Das Teil geht so dreckig ab. So, jetzt werden wir noch von den Bullen ein bisschen gesucht, aber das macht uns nichts, das ist uns eigentlich scheißegal. Jetzt können wir erstmal unseren nächsten Auftrag annehmen. Ich hoffe, der wird nicht so schwer sein wie der letzte. Okay, der letzte ging jetzt eigentlich, aber wir lassen uns mal überraschen. The glorious sound of a hole in one. Great shot, boss. Thanks. Not bad, Woozy. So, the Sindaco family was behind the attempts to sabotage our venture. I wonder why it's only them and not the others. Probably ain't just them. Rule of the streets, don't snitch. What we need is to hit the Mafia casino. Yeah, go jack the place. Hey, hitting a casino isn't like gangbanging. It's a whole different league. Yeah, you right. It'll take some planning, but I'm down. She always wanted to pull a heist. What the? Ah, bad luck. Listen, you're gonna need a crew and some special equipment. Yeah, it'll take some explosives. Always gotta blow up shit to pull a heist. You know what? There's an open cast mine southwest of the city limits. They must have explosives. I'll go peep it out. So, jetzt sollen wir zum Steinbruch gehen und dort Sprengstoff besorgen. Okay, warum auch nicht. Ist ja auch plausibel, dass da was rumliegt, ne? Und wir haben immer noch die Scheißbullen an der Backe. Ja, ich denke mal, die werden sich dann in der Wüste irgendwann mal verpissen. Boah, war das nicht früher so, dass die Bullen dann aufgehört haben, einen zu verfolgen? Oh, scheiße, Mann. Alter. So. Ich denke, mit der Zeit werden die zwei Sternchen auch wieder weggehen. Jetzt gehen wir erstmal den Sprengstoff besorgen. Die wichtige Arbeit heute erledigen. Okay. Also. Ui! Also, der Verkehr in dem Spiel ist also wirklich brutal. Oh, eine kaputte Bushaltestelle. Wie kommen wir jetzt am besten aus der Stadt hier raus, verdammt. Warte mal, kann man den Zaun durchrammen? Ja, gut. Alles klar, hat sich schon erledigt. Ein Bulle, na super. Na super, er schießt auf uns. Na super, wir haben einen Unfall gebaut. Unser Auto brennt gleich, es qualmt. Verpiss dich, du Wichser! Du verdammter kleiner Bastard, du! Ich hasse dich. Hoffentlich bist du mit in die Luft geflogen. Alter, du gehst mir sowas von auf den Sack, ey. So, ihr verdammten verwichsten Bullenschweine, ey. Ihr habt alles zerstört. Mein Auto, mein Leben. Ach, jetzt muss ich mich erstmal richtig hinsetzen wegen euch. So. Okay, also jetzt müssen wir irgendwie die Bullen wegkriegen, ey. Am besten ich meide mal kurz die Straße. Und bleib hier irgendwo am Wasser. Da wird jetzt nicht vielleicht ein Patrouillenboot kommen oder sowas. Aber normal verschwinden jetzt die Sterne mit der Zeit. Zumindest, dass sie nicht mehr ganz so aggressiv sind. Oh nein! Bullen. Das gibt's doch nicht. Wieso verfolgen die mich so? Wieso sind die so hartnäckig heute? Ey, also... Das ist wirklich der Burner. Wow!
Das war knapp. So, da hinten sind sie. Und die haben mich verloren, oder? Ich hoffe es zumindest. Und hier sind wir in der Baugrube am Steinbruch. Der Vorarbeiter Hans wartet schon auf uns. So. Geh in den Steinbruch und klau das Dynamit. Was ist der Haken? Das Dynamit ist scharf gemacht. Oh. Okay, ist schlecht. Schnapp es dir, ehe die Arbeiter es zünden. Du brauchst etwas Schweres, um die Kisten aufzubrechen. Also am besten mit dem Teil drüber fahren hier. Plausibel, ne? Ey, wie kommen die Bullen in den scheiß Steinbruch rein? Hol es dir, damit eher die Zeit abläuft. Okay, die haben sich gerade selbst gefickt. So. Glaubt ihr das? Die Bullen lassen mich nicht in Ruhe. Das machen sie die Scheiße, ey. Dann zieht euch das mal rein hier. So, wie kommen wir jetzt am besten hier runter? Sag mal, läuft das hier als öffentliche Straße oder was? Okay, da ist ein Stapel. Hey, wie komme ich denn da runter? Ohne, dass ich mir gleich ein Genick breche oder sowas. So, jetzt haben wir nur noch einen Stern. Das ist mal gut. Da kommen wir gut runter, oder? Ja. Detonation. Harry! So, wir brauchen etwas, um... Jetzt müssen wir hier irgendwie die Kiste abladen. Ah, guck mal hier. Da können wir... Jetzt pass mal auf. Brauchen wir alles oder nur das? Hey, you can't come down here. Ah, da will mir bestimmt einen aufs Maul hauen. Eins von vier Stangen. Na super. Abladen. So. Und dann mit dem LKW drüber heizen. Ey, Alter, wie sollen wir das schaffen in der kurzen Zeit? Drei so Kisten noch einzusammeln. Das ist ein bisschen arg begrenzt, oder? Finde ich auch. Oder brauchen wir nur eine einzige Kiste? Ich gehe mal. Bevor ich verreck. Vielleicht reicht mir ja das eine. Oh shit. Meins auch? Das Dynamit ist zerstört. Ey, komm, hör drauf, ey. Das ist ja übel. Die Zeit fehlt mir ja total. Ich hatte gerade mal eine Minute rum. Ach du Scheiße, Mann. Die Mission ist ein bisschen heftig, oder? Also nochmal. Können wir das von hier nochmal machen? Nö. Wir müssen jetzt alles zurück, ne? Vielleicht am besten gleich mit dem riesen Teil hier. Na gut, wir waren jetzt... Ah. Das ist doch zum Kotzen, ey. Also von der Zeit her ist echt brutal. So, jetzt pass mal auf. Jetzt werde ich hier erstmal mit dem zum Hotel fahren. Und vielleicht wird es mir ja hier gespeichert. Das riesen Ungetüm hier. Da kann ich gleich mit dem hinfahren. Hier bin ich falsch. Ich glaube, in die Scheiße bin ich schon mal reingefahren, ne? Muss man ein bisschen alles zusammenschieben hier? Die Musik passt auch richtig gut hier.
Eine Minute 30, hat man jetzt Zeit, oder was? Ich hab jetzt nicht mehr... Ah, Mann. Die Straßen sind einfach zu klein in Amerika für solche Gefährten. Solche Dinger hier. So, jetzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ey, bleib ganz, bitte. Ich brauch dich noch. Ich hoffe, du bleibst bestehen. Ein bisschen mehr Zeit könnten sie mir schon geben hier. Schon wieder Bullen. So, nicht verhaften lassen, nicht abknallen lassen. Rein da, Auftrag holen und wieder sofort abhauen. Bevor wir hier noch mehr Scheiße an der Hacke haben. Das war nämlich nicht so schön, ne? Mir passt auch irgendwie die Musik in Calzino nicht. Das muss ich bestimmt alles rausschneiden. So, nochmal versuchen. Ja, der ist noch da. Und die Bullen auch. Ja, prima. Ja, Gott sei Dank, was soll man auch ohne euch machen? Da wäre das Spiel voll langweilig. Ihr scheiß Bullen, ey. So, jetzt geh ja nicht kaputt, hä. So, jetzt fahren wir da mal hin. Von mir aus können mich jetzt auch die Bullen verfolgen. In den Panzer hier. Pff, was wollen sie machen? Oh, passt der da durch? Boah. Junge, Junge. Ich glaube, wir müssen hier geradeaus. So, ja, so ist richtig. So, jetzt haben wir nur noch ein Sternchen. Das ist gut. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie runterkommen mit dem Teil hier. Und die sofort zerstören, die Kisten. Wow. Wieso macht ihr euch kaputt? So. Okay. Geh in den Scheinbruch und klau das Dynamit, bla bla bla, Gedöns. Leg mir Marsch. Ist scharf gemacht. So. Mit was Schwerem drüber fahren, ist klar. Und natürlich ist das alles zeitlich begrenzt. 2 Minuten 28 haben wir Zeit. Okay, aber so sind wir natürlich etwas schneller unten. Als zu Fuß. Muss man auch rechnen. Und zwar geht es hier auch runter, oder? Ja. Da steht auch schon die erste Kiste hier unten. So, jetzt können wir eigentlich einmal im Kringel fahren und ja alles zerstören. Und natürlich wollen sie uns hier auch belehren. Mit einer Schaufel. So, jetzt müssen wir den da vorne hier erstmal. So, oh. Etwas kaputt gegangen, hä? Dein Stapler. Das tut mir aber nicht leid. So, 2 von 4 Stangen. Und die wundern sich nachher schon hier, warum hier nichts detoniert, ne? So, die 2 Wichserenhaufen schieben. Nächste Stange. Und jetzt kommt die letzte. Die war da vorne, ne? Jawohl. Ah, halt! Fahr. Ein Stück vor, zurück, egal wie. Gut. Und raus hier, wenn wir sie haben. So, Zeit abgelaufen, gut. Fahr mit dem Dynamit nach Hause. Oh. Scheiße, die Security versperrt den Ausgang. Ups, nimm das Geländemotor und finde einen anderen Weg hinaus. Oh, die zeigen es sogar. Okay, das bedeutet, wir müssen ein bisschen schanzen. Okay. Wir versuchen es. Oh, fuck. Von wo müssen wir jetzt fahren am besten? Wow.
Folge den Fallen, um zu entkommen. Ah, das wird uns sogar gezeigt, das ist cool. Boah. Er ist doch gut, Alter. Nochmal. Fuck Security, ihr Wichser. So, ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Dampf hinmachen, ne? Sonst wird das nichts. So, vor allem hier. So, einmal rüber jumpen. Nehmen wir da drauf. Ne, halt die Treppe hoch. Dem auch noch mich zu schießen, Alter. So, jetzt aber. Und dann hier rüber. Ah. Wahrscheinlich müssen wir hier irgendwo rausschanzen über das Teil. Bisschen Anlauf nehmen. Boah, das sind doch Mongos, ey. Der nächste. Jetzt ist mir gerade die Schnur ausgegangen von der Maus. Also sieht nur so hakelig aus, ne? Und Jump! Hier geht's nicht weiter. Ah, da oben. Ist toll. Jetzt soll ich an denen vorbeikommen hier. Jetzt spring das Dynamit zum Übergabeort. Ah! Extra für mich gebaut hier zum Rauskommen. Schön! Und wo ist der Ort? Hier. Okay. Bitteschön. Delivery for Woolsey. Hey, you be careful with that. Wieder das Set. Geil, so voll der Stapel Dynamit so. Nebenmission anzunehmen. Jetzt haben wir sie. Yeah, plus 7000. Müssen wir ins Casino tuckern? Ey, voll die Kohle, Mann. Jetzt werden wir langsam reich. Vielleicht können wir uns auch so Autos leisten wie die da. Oder rumfahren. Boah, voll der Wüstensturm, ey. Wow. So, ich werde irgendwann mal noch Teilhaber von dem Casino. Werdet ihr schon sehen. So, hier sind wir. Genau richtig. Baum. Schrei nicht so, nimm's wie ein Mann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Part. Hofer stellen wir hier ab. Unsere Cross-Moped-Maschine. Und bis dann, schönen Tag noch. Ciao.